Ja, Leute, morgen ist es endlich soweit. Morgen kommt MZ 21 raus. Und ja, ich bin mega hyped. Man merkt auch schon, ich habe das Setup lange nicht mehr angepackt. Und ja, deswegen schiebe ich hier das Booster jetzt mal rein. Und zwar Corset 21. Ich habe schon mal eins in die Finger gekriegt. Ihr könnt raten, was nächste Woche alles so geöffnet wird auf dem Channel. Und dementsprechend gucken wir uns heute direkt mal ein Corset 2021 an. Oh Gott, Entschuldigung. So. Weg. Ja, fängt gut an mit dem Opt. Ja. So. Gehen wir direkt mal ein bisschen hoch. Jawohl. Haben wir ein Opt, ein blaues Mana, Instant, Scry 1, Draw eine Karte. Qualität ist echt, ist okay. Gloomsower, 7 Mana, 8-6. Immer wenn der geblockt wird von der Kreatur, verliert der Besitzer der Kreatur 2 Lebenspunkte, kriegt 2 Leben. Ihr merkt, ich habe mich noch nicht mit dem Set beschäftigt. Radiant Fountain, Land, wenn das Spielwerk kommt, kriegen wir 2 Leben, tappen für ein farbloses. Snare Spinner, 2 Mana 1-3 Reach, immer wenn der eine fliegende Kreatur blockt, kriegt er plus 2, plus 0, bis man es zu ist. Goblin Wizard, oh mein Gott, das Artwork! Oh mein Gott, das Artwork! Das ist awesome! Man kreiert 2 rote 1-1 Wizard Goblins mit Pros. Geil. Also ich weiß jetzt schon, dass ich hier in dem Video ein bisschen mehr schneiden muss. Tut mir leid, ich habe Fenster offen, weil ich sonst sterbe bei der Hitze. Und ich hoffe, ihr vergebt mir das. So, wir haben Daybreak Charger. 2 Mana 3-1. Wenn es ins Spielfeld kommt, kann eine Kreatur plus 2 plus 0 bis zum Ende kriegen. Ein wunderschönes Unicorn. Wirklich, wirklich hübsch. Prismite, 2 Mana 2-1, für 2 Mana kriegen wir Mana billiger Farbe. Nicht bad, nicht bad. Sabertooth Mauler, 4 Mana 3-3, zu Beginn des Endsteps, wenn eine Kreatur gestorben ist, kriegt er eine plus 1 plus 1 Marke und wird enttappt. Der ist nicht schlecht, aber nur zu eurem Endstep. Valorous Steed, noch ein Unicorn, wie viele Einhörner hier drin sind. 5 Mana 3-3 Wachsamkeit. Wenn es ins Spielfeld kommt, kriegt man einen 2-2 Ritter mit Wachsamkeit. Den sieht man hier. Aha. Okay. Boldhound. Stimmt, Elemental Dog. Mittlerweile All Hounds are Dogs. Ich erinnere mich, da habe ich einen Post zu gemacht auf Instagram. 3 Mana 2-2 Eile. Immer wenn er angreift, kriegen andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, plus 1 bis 0 bis zum Ende des Zuges. Wenn es nur eine andere Fähigkeit gäbe, die das mal gemacht hat. Battlecry, natürlich, was, irgendeine Fähigkeit, keine Ahnung, wie die heißt. Battlecry, naja. Battle Rattle Shaman, 4 Mana 2-2, zu Beginn des Combats kriegt der Kreatur plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Okay. Was bist du denn? Witch Cauldron, ein schwarzes Mana Artefakt, für 2 Mana kann man eine Kreatur opfern und kriegt ein Lebenspunkt in der Karte. Das ist bestimmt so ein Commander-Ding. Und unsere erste Rare ist Kekarif Despiteful. 4 Mana 3-2, andere Kreaturen kriegen minus 1, minus 1. Dauerhaft. Human Warlock. Okay, kann ich mitleben. Und, wow. Und eine Voll-Rare. Niambi Estimate Speaker. Ein blaues, ein weißes, 2-1, Flash. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kann man eine andere Kreatur, die ihr kontrolliert, auf die Hand nehmen. Wenn ihr das tut, kriegt ihr so viele Lebenspunkte, wie die Kreatur umgewalt Mana-Kosten hat. Für 3 Mana tappen könnt ihr eine legendäre Kreatur abwerfen und 2 Karten ziehen. Das Foiling ist auch ziemlich hübsch. Ja, dann haben wir einen Swamp und den Goblin, wo ihr sagt, oh mein Gott, das Artwork. Gut, ja, das ist ein guter Einstieg in 2021. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.